So, das war einmal Family. Reicht das jetzt hier an Gurken? Ich glaube ja. Ein bisschen Gurkenwasser. Und was mache ich denn noch rein? Eigentlich mache ich ja keine Äpfel da rein. Und ich glaube, ich habe auch keine mehr. Aber so ein bisschen süß. Nee, machen wir nicht. Oha. Sag mal, spinnt ihr? Was kommt da noch rein? Ich kann mir denken. Ja, nix. Nudeln, Mayonnaise und ein bisschen Joghurt. Huch. Mehr nicht. Dieses doofe Ding, ne? Kommt ja auch nie raus. Also die sind richtig doof. Ne? In Deutschland sind die schön kacke, aber der ist, also hier ist noch Katastrophe. Eklig. Es regnet immer noch, sonst wäre ich noch mal los und hätte Hähnchen gekauft für die Hunde, aber nö, kriegen sie halt mehr Welpenfutter. Mir auch egal. Nudeln, Welpenfutter, Eier. Ah, Eier wollten wir reinmachen, ne? Genau. So, noch ein bisschen Joghurt. Und Eier. Mach ich mal zwei Eier rein. Die Schale kriegen die Hunde. Die aufbewahren. Morgen soll es aber wieder sonnig werden, inshallah. Und dann soll es auch fast eine ganze Woche Sonnenschein geben. Deswegen habe ich auch meine Kochwäsche noch nicht reingemacht, weil ich dachte, die wird sowieso nicht trocken. Aber ich habe keine Strümpfe mehr. Eigentlich müsste ich. So. Oh, das Bellen ist so tief geworden. Ich glaube, das haben die jetzt gelernt, wie man bellen muss, damit man andere verjagt. So. Einmal abwaschen. Oma sieht die ganze Schale nicht. Ja. Genau. Und dann Salz. Pfeffer. Und bei dem kalten Wetter ist das natürlich eigentlich nicht so das Richtige. Ne? Man sollte lieber so eine warme Suppe oder so. Ich friere nämlich wirklich wieder richtig heute. Ich habe aber Fenster auf überall, weil Wäsche hängt und es ja auch feucht ist durch das Kochen und so. So, jetzt dürft ihr mal lieber hier unten stehen. Da kann man das mit sehen vielleicht, wenn es nicht umkippt. So, das ist fertig. Das auch. Und dann würde ich würzen. Mit Pfeffer und Salz lege ich da nicht rein. Dann gucke ich mal, wie das Ganze schmeckt. Ich muss auch meinen Vlog gleich hochladen. Ich glaube, oh mein Gott, hoffentlich ist es noch nicht 4 Uhr. Aber dann würde wahrscheinlich der Gebetsruf schon ertönt sein. Das kann aber auch sein, dass ich ihn nicht gehört habe. Ich habe mit der Family mit meinen Söhnen gesprochen eben. Das ist zu fest. Ein bisschen Zucker kann auch rein, aber ich habe keinen Zucker mehr, außer Würfelzucker. Den will ich jetzt nicht klein hacken dafür. Mais würde auch gut passen, aber noch mal probieren. Lecker. Ja, das schmeckt lecker. Okay. Na. So, dann würde ich sagen, das essen wir jetzt erstmal und dann werde ich den Vlog einstellen. Das schmeckt gut. Die Eier haben es gerettet. So, so sieht's aus. Eierschale bleibt hier. Der Rest kann weg. Na
Ich muss es einmal abwaschen hier. Und dann könnte es sein, dass das Ganze bis morgen hält. Technisch gesehen. Von der Menge her meine ich. So. Alles wieder weg. Und Salz, Pfeffer kann auch weg. Und die Eier lege ich immer dahin. Das stelle ich drauf. Das waschen wir gleich ab. Würde ich sagen, wir essen jetzt erstmal. Und gucken mal kurz nochmal die Hunde an. Einmal. Mir ist so kalt. Ne? Hier werde ich mir überall zu machen. Aber am Freitag kommt die Sonne raus. Aber das ist täuscht. Da hinten ist schon wieder alles dunkel. Also wenn ich gehe, ich werde mit Sicherheit wieder nass werden. Ich glaube, ich gehe morgen. Hör auf, den Kopf zu machen. Wir können auch nur Welpennahrung essen. Das ist nicht schlimm. Ich muss nicht unbedingt immer Hähnchen kochen. So. Ja. Die beschäftigen sich auch den ganzen Tag hier unten, weil es ständig regnet. Ja, ich habe ihn natürlich nicht sauber gemacht. Das mache ich morgen, wenn das Wetter schön ist, weil sonst ist alles nass. Was ist sie da wieder? Ich habe keine Ahnung. Die haben sich nämlich einen Stock geholt und sich den geteilt, eben zum Knabbern. Ganz süß. Ja, gut. Dann esse ich jetzt mal, wie spät? Mal gucken. 18:20 Uhr, das heißt, wir haben noch ganz genau 40 Minuten noch, bis ich den Vlog einstellen soll. Das reicht, ich kann noch erstmal essen. Dann werde ich den Vlog einstellen, beten, weil bis dahin wird der Gebetsruf ertönen. Und dann abwaschen. Ja, und dann ist auch schon bald wieder Abend. Wahnsinn. Mein Kartoffelsalat. Tja. So, liebe Leute, wieder neue Bettdinger drin. Also die habe ich auch oben gefunden in meinem Schlafzimmerschrank. Das ist die zweite Doppeldecke von meinem einen Bett. Ich habe ja ein großes Bett, eine neue große Bettdecke. Also was heißt neu, die ich gefunden hatte, als ich mich besser bzw. dicker zu betten wollte, weil meine eigene eine Bettdecke nicht dick genug ist, ja so eine Sommerdecke. Und dann hatte ich ja die gefunden in die andere. Die hatte ich gewaschen, hatte ich noch hingehängt, als wir die Hunde noch nicht hatten. Und dann habe ich jetzt die zweite gefunden, die war schön verpackt in so einem Plastikbeutel. Habe ich jetzt auch einmal auf 60 gemacht, auf Echo 1,5 Stunden. Genau, die wäscht jetzt einmal durch, dann werde ich sie trocknen lassen. Morgen soll das Wetter ja wieder schön werden, inshallah. Aber wir müssen ja noch Fenster aufmachen, weil es ist Folgendes passiert bis jetzt. Also, nicht runterfallen. Ich habe, wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann, hier überall gewischt. Ne? Und zwar mit diesem Ding. Und hier sprüht quasi Wasser raus. Da. Ich glaube, man sieht das ganz gut. Und dafür ist hier der Tank, den man einfach aufschrauben kann. Also den kann man so aufmachen und dann kann man da Wasser reinmachen. Hier ist jetzt hier schon sehr dreckig, weil ich ordentlich schon geputzt habe. Ne? Also den kann man aufschrauben, da kann man dann Wasser reintun, sieht man, glaube ich, muss ich jetzt nicht zeigen. Und dann hat man hier so ein Sprühding, mit dem vorne Wasser rauskommt. Das habe ich jetzt hier überall gemacht. Problem dabei ist nur, also, das ist so ein, ein bisschen mehr Licht hier. Das ist so ein, ja, ist dreckig, ich weiß, gleich sauber machen. Das ist ein Magnetding. Ja, es ist wirklich nicht sauber. Ich weiß, aber ich habe echt schon das ganze Haus damit sauber gemacht. So ein Klettverschluss gibt es hier. Und dieses hier ist ganz dünn und überhaupt nicht saugfähig. Also man kann damit tatsächlich nur wischen, aber nicht, das saugt nicht auf. Ne? Wenn man jetzt hier nass hat irgendwo, dann kann man da nur ganz schlecht mit aufsaugen. Also die sind nicht so dick wie die anderen Dinger, die ich ja immer hatte. Also so saugfähige Blubbel hat der nicht, ne? So Fäden hat der nicht. Und der hat halt nur so eine ganz dünne
Klettfolie dran und dann saugt er kaum was mit auf. Man kann nur wischen quasi. Das macht er auch gut. Also, ne? Habe ich auch gemacht. Aber ich viel lieber, wenn ich mit dem Eimer wischen kann. Also wenn ich immer das Ganze sozusagen wieder in den Eimer rein und dann wieder wischen kann, weil bei dem Dreck, den wir jeden Tag hier haben, ist es einfach vonnöten. Und dieses Ding ist mal gut so für zwischendurch wischen. Wisst ihr, wenn man eben nicht Eimer haben will und nicht so gründlich wischen will, sondern wenn man einfach nur mal kurz für einen kleinen Hausgebrauch hier in der Küche einmal sauber durchwischen will. Dafür ist es perfekt, aber um richtig gründlich zu wischen, ist das nichts. Damit kann ich ja nichts anfangen, weil allein, wenn ich dieses Ding abmache, ich weiß nicht, vielleicht versteht man das nicht, aber wenn ich diesen Klettverschluss abmache, dann muss ich es ja immer richtig passgenau, das muss ja wieder passgenau da drauf auf dieses Ding, weil sonst sitzt es schief und hast du nicht gesehen. Und das ist überhaupt nicht meins, ne? Also so passgenau das da drauf zu machen, das kann aber doch nicht mehr. Da bin ich viel zu fusselig, viel zu hippelig für und das kann ich nur so zwischendurch, aber nicht, um gründlich überall sauber zu machen. Also müssen wir nochmal einen neuen Mop kaufen. Ich habe das natürlich schon gewusst, ne? Weil Emma hatte ja auch so einen. Moment, irgendwie seid ihr wieder so verschwommen, oder? Sind meine Augen wieder verschwommen. Emma hatte ja auch so einen und damit bin ich auch nicht zurechtgekommen. Also es ist immer für den Wisch zwischendurch, wie gesagt, ganz gut. Da kann man einmal durchwischen, das brauche ich auch und muss ich auch, weil ich habe auch nicht immer Bock, den Eimer zu nehmen. Und insofern auf jeden Fall gut, aber um gründlich überall zu wischen, ist das nichts so. Und insofern, aber zu dreckig, ne? Es ist einfach zu viel Dreck hier und das geht nicht. Da brauche ich schon was Richtiges, damit ich auch richtig gründlich den Fußboden wischen kann, ne? Ja, auf jeden Fall regnet es immer noch, auch wenn es da hinten wieder so ein bisschen klarer wird. Es regnet immer noch, sonst hätte ich tatsächlich jetzt mit euch vorgehabt, die Steine dahin zu legen, damit morgen, wenn ich zum Bazar will, ich will ja morgen zum Bazar, damit eben die Hunde da nicht, ne, damit die nicht so Schnüffelkontakt haben an der Nase, weil meine Hunde kommen da ran und die kommen da auch ran und dann könnten die sich unter dem Zaun beschnüffeln und das will ich nicht. Und insofern oder bebeißen oder anbellen. Ich glaube nicht, dass meine Hunde da überhaupt so nah an den Zaun rangehen, aber man weiß es nicht. Und insofern hätte ich da gerne Steine hin, damit zumindest dieser direkte Kontakt mit meinen Hunden nicht möglich ist. Es sei denn, einer der Parteien springt über den Zaun. Das will ich mal nicht hoffen. Ne? Also, da gucken wir mal, ob wir das hinkriegen heute. Wenn es jetzt aufhört zu regnen, würde ich das machen. Wenn nicht, gehe ich morgen das Risiko ein, weil ich will auf jeden Fall zum Bazar mir dickere Hosen kaufen. 4 Stück oder zumindest noch mindestens 2 Stück von diesen dicken Hosen. Denn das ist einfach zu kalt, wenn es über mehrere Tage durchregnet. Muss aber auch jetzt nicht so dringend sein eigentlich, weil ich morgen, weil es wieder schön werden soll, ne? Eine Woche, also es soll wieder fast eine Woche, 5 Tage oder so, nur Sonnenschein sein. Dann braucht man diese Hosen, die sind viel zu warm wieder. Obwohl morgens und abends kann man die schon gebrauchen, so ist nicht. Also da wollte ich mal gucken. Ja, wie gesagt, wenn ich das nicht mache, dann ist auch nicht so wild. Ich habe noch einen Blumenkohl, ich habe aber keine, nicht mehr viel Karotten. Also ich würde auf jeden Fall Karotten kaufen, das ist aber auch nicht lebensnotwendig, weil die kann ich auch hier kaufen, die gibt es jetzt gerade bei Beam. Ja, aber ich würde schon gerne noch mal wieder ein bisschen runter und morgen ist Samstag, das heißt, ist der große Bazar ist auch ein bisschen weiter weg. Also ne, muss ich den weiteren Weg runter. Ja, mein Gott, also das kriegen wir schon hin, inshallah. Kommen morgen keine Wildhunde, weil wenn schönes Wetter ist, ist hier auch mehr Verkehr, sprich mehr Leute, die die Hunde dann auch verjagen und die kommen auch nicht, wenn so viele Leute hier rumlaufen. Ne? Also wollen wir mal hoffen, dass morgen keine Wildhunde kommen. So, so sieht's aus und mehr habe ich im Moment nicht zu erzählen. Wie gesagt, ich wollte jetzt mit euch in den Garten und wollte das kurz machen, weil ich war hier schlabbelnackt. Also ich war hier nur in Unterwäsche rumgewedelt, weil ich mit Chlor gearbeitet habe. Ich habe mein Badezimmer sauber gemacht hier und ich habe alles entkalkt und alles, wo Stockflecken sein könnten. In der Dusche, da bildet sich ja manchmal so an den Rändern Stockflecken, die habe ich weggemacht. Und dann habe ich oben einmal komplett wieder durchgewischt, obwohl wir das ja letztes Mal schon gemacht hatten. Als ich meine Teppiche gewaschen habe, habe ich alles nochmal hoch, nochmal gewischt. Und die Treppen habe ich hier gewischt, eben runter einmal. Und ja, alles ohne euch, weil ich hatte keine Lust, euch jetzt schon wieder da anzumachen. Ja, kann man sowieso nicht richtig sehen. Es ist alles so dunkel und wo soll ich euch hinstellen? Und mit der ganzen Wäsche hier überall, das ist alles so ein bisschen mühsam gewesen. Ja, Hunde schlafen, die denken sich auch, Mann, das ist echt mies heute. Die sind da am Pennen auf dem Teppich.
So sieht's aus bei uns. Alles auch ruhig hier im Hause. Keine dolle Bewegung, auch vorm Haus nicht. Alle sind irgendwie nicht so gut drauf, wenn das Wetter so schlecht ist. Ne? Sind beide drin jetzt, guck. Ja, es ist einfach zu schlecht, das Wetter. Ne? Es regnet und regnet und regnet. Ja. Ja. Bisschen Luft mache ich noch, stinkt alles nach Chlor hier einmal aus. Hören die jetzt bestimmt, jetzt habt ihr einmal geguckt, sicherlich. Nö. Okay, dann nicht. Zitronen hatte ich mir gestern aus dem Garten noch geholt, die liegen hier auch noch rum. Die kann ich auch mal wieder nach hinten tun, aber mit einer Hand geht es nicht. Dafür sind sie zu dick, hier am Stiel. Aua, nein, ach, Kacke. Genau an meine Wunde. Ja, ich konnte auch nicht wieder ruhig stehen, ne? Ich habe oder sitzen. Ich habe schon wieder so viel gemacht und das wollte ich eigentlich gar nicht, mit Chlor auch noch wieder an meine Wunden ran. Das ist natürlich alles andere als schlau gewesen. Abgewaschen habe ich auch nicht. Ist aber auch nicht so viel. Ist nur einmal wischen. Mehr nur Nudelsalat gemacht. Mehr haben wir ja nicht. Das ist ein Deprivetter. Ja, mein Vlog für 16 Uhr. Türkische Zeit habe ich eingestellt. Jetzt muss ich nur noch die anderen beiden Vlog-Teile machen. Das mache ich am besten auch jetzt. Dann ist es weg und ich vergesse das nicht. Ich überlege, ob ich noch einen Kaffee trinke. Dafür ist es mir zu spät. Es ist jetzt hier bestimmt schon 16:30 oder so. Und wenn nicht sogar schon 17:00. Das ist auf jeden Fall zu spät. Einen Tee könnte ich noch machen. Aber das bringt keinen Spaß da. Ich würde lieber einen Tee trinken und draußen sitzen. Aber das geht nicht. Das geht leider nicht. Oh, es ist so scheiße. Guck mal. Sonne. Sonne. Vielleicht gibt es jetzt einen Regenbogen. Vielleicht gibt es einen Regenbogen. Ja. Blumen kommen auch wieder raus. Wir hatten das ja alles geschnitten, als wir die Hunde geholt haben. Ja. Na gut, ich habe gerade nichts zu erzählen, deswegen gehe ich ans Video schneiden, ein bisschen produktiv werden. Mal gucken. So ein bisschen scheint die Sonne sich durchzukämpfen. Ich habe keine Hausschuhe mit. Das ist nicht gut. Guck mal. Das Meer. Oha, aber da ist dunkel. Ich muss mir als erstes Hausschuhe anziehen. Guck mal, da habe ich wieder einen Haufen gemacht, weil ich habe hier alles sauber gewischt. Hier war ich auch. Habe ich auch gewischt. Hier habe ich gewischt. Ich habe überall gewischt. Überall. Das stinkt alles nach Chlor. Ich weiß, es ist mega ungesund, aber ich kann nicht ohne Chlor. Bei mir muss alles mit Chlor. Ich brauche jetzt aber erstmal meine Hausschuhe. Ich habe die von den Jungs angezogen. Ich weiß gar nicht, wann die mitgebracht haben. Die haben die wahrscheinlich mit dem Auto mitgebracht, diese Schuhe. Die Hunde schlafen. Süß. Wo ist die andere? Ist sie da auch noch drin? Ja, da hinten liegt sie. Aber wir wollen ja jetzt erstmal einmal bitte... Ja, hier habe ich auch alles sauber gemacht. Das Badezimmer, ist das fein? Kann man da mal gucken? Lass mal schnell schauen. Ja, naja, gut. Ihr kennt ja alles von mir, ne? Hier habe ich einmal alles, alles nass gemacht. Ich habe alles abgeklort, ne? Die ganzen Regale, die ganzen da in der Dusche habe ich alles mit Chlor. Die ganzen Wände habe ich einmal mit Chlor abgewischt. Alles, die Toilette total komplett, den ganzen Fußboden mit einer Bürste geschrubbt mit Chlor. Man sieht das auch im Gegensatz zu da, wo ich es nicht gemacht habe. Ich hasse es, ne? Hier hab ich ein bisschen geschwudert. Der Streifen ist noch schwarz. Aber ansonsten mit der Bürste die ganzen Dinge abgeschrubbt. Das müsste hier mal auch mal gemacht werden. Aber da habe ich jetzt ja keine Lust zu. Ne? Das mache ich vielleicht, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist. Weil ich habe das nur mit Unterwäsche gemacht. Weil das alles sonst grün wird, hätte ich fast gesagt. Rosa wird und oder orange wird und diese Flecken kriegt. Deswegen habe ich das alles ausgezogen. Meine ganzen
meine ganzen Wäscheklammern. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mal zu versuchen, ob ich das nicht hinkriege, weil das kann ja nicht so schwer sein, die wieder zusammenzubauen mit diesen Dingern da. Das muss doch irgendwie gehen, oder nicht? Naja, ein anderen Mal. Machen wir ein anderen Mal. Gucken uns lieber den schönen Himmel an. Ach, Sonne, komm. Sonne, komm, ein bisschen raus. Ein bisschen. Das ist das erste Mal heute, dass die Sonne das so ein bisschen durch die Wolken geschafft hat. Guck mal, aber da. Uiuiuiui. Alles andere als schön, ne? Ach. Da kommt noch ordentlich was runter, ich sag's euch. Aber wir gucken lieber hier hin, ne? Das Meer. Ich hatte, irgendjemand hat eine Live-Kamera eingerichtet hier bei uns auf YouTube. Da kann man jetzt schön sehen, wie das, also ich kenne ja nicht, ne, und keine Werbung. Ich kenne niemanden und mache auch niemanden, aber das habe ich eben entdeckt auf YouTube. Und da habe ich mal geguckt, ne, das Meer ist ja richtig nah an die Mauer gegangen, an diese Strandmauer, an die Promenade ran. Gucken wir uns morgen mal an. Die Misere. Aber jetzt hat es aufgehört zu regnen und jetzt könnte ich eigentlich auch noch mal schnell einkaufen, aber mache ich nicht. Nein, gar keine Lust, nass zu werden. Nee, 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 heute nicht. Heute nicht. Mein Gärtner ist auch den ganzen Tag nicht da. Den habe ich heute Morgen einmal gesehen. Ich will auch eigentlich mal hier aufs Dach klettern, weil ich kriege von diesem Fenster die Jalousie nicht runter. Und da muss man auch mal so ein bisschen drücken. Die hätte ich gerne aufgelassen, aber die andere hätte ich gern zu. Die brauche ich nämlich gar nicht. Und dann ist es immer noch mal so ein bisschen windgeschützter da in der Ecke. Ne? Aber ich glaube, bei dem rutschigen Wetter machen wir das lieber nicht. Ne? Ich würde da ja drauf klettern. Ich war da ja schon mal drauf, als mein Mann die Fliegengitter angebracht hat. Bin ich ja auch bis dahin gelaufen. Wenn man sich da festhält, dann geht das schon. Kein Problem. Dann bräuchte man da nur mal einmal ziehen da oben. Und dann müsste das funktionieren. Aber nicht bei dem rutschigen Wetter. Also. Ja, ja. In Kargejack. Diesmal seid ihr dran. Ha, jetzt habt ihr Regen. Wir hatten das immer gut. Oder ihr hattet das immer gut. Und wir hatten Regen. Jetzt ist bei euch Regen. Bestimmt ganz schön doll. Oder jedenfalls gleich geht's los. Aber ich glaube, wir bleiben auch nicht verschont. Ja, hier war der Wildhund. Ich gucke mal, ob ich euch das Video zeigen kann. Ich habe es nämlich aufgenommen. Ja. Ach, schön. Herrlich.